Letters from the Havana. Letter 1. Introduction. Coast and country of Cuba. West Indian Society. Population of Cuba. Its component parts. Stationary nature. Character. Grades of rank. Nobility. Employees. Merchants. Clerks. Shopkeepers. Monteros. People of color. Amount of white population. Amount of colored population. Robert Francis Jameson. Letters from the Havana during the year 1820. Containing an account of the present state of the island of Cuba and observations on the slave trade. London, John Miller, 69 Fleet Street, 1821. Robert Francis Jameson. Briefe aus Havanna aus dem Jahre 1820. Bericht über die gegenwärtige Lage der Insel Kuba sowie Betrachtungen zum Sklavenhandel. London, John Miller, 69 Fleet Street, im Jahre 1821. Lesung und Übersetzung aus dem Englischen Marc Pusch 2020. Sie hören in Brief 1 eine allgemeine Einführung zur Insel Kuba und ihrer Bevölkerung. My dear L. Mein lieber L. Ah, those noisy people. My dear L. Mein lieber L. You want a picture of this part of the new world, and from me, who, I fear, will prove as indifferent a painter as the old could furnish. I am inclined, however, to try my Indian ink on the subject, for it is, in truth, a fine one. So many striking combinations, stupendous objects, and brilliant hues that a young artist would be completely at home, might draw boldly and color highly. Sie erbaten von mir ein Gemälde von diesem Stück der neuen Welt, ausgerechnet von mir, der sich, so fürchte ich, als so viel ungeschickterer Maler als die alten Meister erweisen wird. Ich bin dennoch versucht, meine indische Tinte an dieses Sujet zu verschwenden, denn ich halte es für ein lohnenswertes. Es weist so viele bemerkenswerte Kombinationen, außergewöhnliche Objekte und brillante Farbtöne auf, dass sich ein junger Maler hier sofort zu Hause fühlen könnte, um frisch drauf loszuzeichnen und mutig zu kolorieren. Das insulare Amerika ist noch nicht allzu sehr vom europäischen Reisenden durchstöbert worden. Der gelbe Dämon des Fiebers funkelt ihm mit geweiteten roten Augen so wütend entgegen, dass er sein Gepäck verängstigt fallen lässt. Darüber hinaus herrscht hier ein Klima, in dem ein Reisender aus der Zunft der Schreiber nicht einfach seine 7-Meilenstiefel anlegen kann und sich zwangsläufig auch nicht in die Lage versetzt findet, seine Quarthefte in ausreichend profitabler Geschwindigkeit zu füllen. Deshalb also verfüge ich als Resident über Vorteile, die ich zu nutzen geneigt bin, um Ihnen eine Schilderung dieser Insel, der besten im westindischen Inselarchipel, zu geben. Unsere Mutter Natur hat diesen Teil des Globus mit Größe und Überfluss ausgestattet, die weit über das hinausreichen, was unsere nördlichen Regionen vorzuweisen geeignet sind. Sie hat dieser jüngeren Welt ein Kleid mannigfacher Farben verliehen und sie mit aller Freude bevorzugter Jugend beschenkt. Immerwährendes Grün, majestätischer Wuchs und brillantes Kolorit zeichnet das Reich der Pflanzen aus. Wahrlich ein Reich voller Grandeur, Luxus und Pracht, an dessen Spitze die Palma Real genannte Königspalme, deren Wedel der Inbegriff des Ruhmes geworden sind, thront, und die eine lange Reihe edler Bäume überragt, zu deren Füßen wiederum Tausende von Pflanzen der grellen Livree der Sonne ausgesetzt sind. Die nüchterne Wahrheit besteht, gerade herausgesagt, darin, dass der erste Anblick der westindischen Szenerie außerordentlich beeindruckt, sowohl dank des großen Maßstabs seiner Schöpfung, als auch dank seiner absoluten Neuigkeit für das europäische Auge. Der Küstenverlauf ist in der Regel sehr niedrig, erhebt sich aber, eine kurze Distanz vom Hafen entfernt, in große mit Palmen, Kokospalmen, Tamarinden oder Orangenbäumen bedeckte Höhen. Ich kenne keinen eleganteren Baum als die Palma Real. Ihr grauer, polierter und nach oben verjüngter Stamm erhebt sich in wundersame Höhen und wird von einem Büschel von Wedeln bekrönt, das an einen Straußenfederbusch erinnert. Die Kokospalme ist ihr sehr ähnlich, nur ist sie nicht ganz so stattlich. Ihre Wedel sind stärker ausgebreitet und hängen weiter herab. Die Tamarinde ist im Aussehen der Ulme ähnlich und zur Reifezeit ist sie mit kleinen braunen Schoten in Birnenform bedeckt. Von der Orange brauche ich ja wohl kaum zu sprechen. Jedoch muss ich an ihre Fantasie appellieren, um sich den kränklichen Spross eines Gewächshaustopfes groß gewachsen vorzustellen, mit dunklem und frischem Grün, das die goldenen Früchte, mit denen er reichlich behängt ist, umrankt. Dieses sind die Bäume, die hier die meiste Verbreitung gefunden haben und die zusammen mit Papayas und Aloeen, die einen mit großen, wie gezogene Schwerter aufrecht stehenden, die anderen mit breiten, schildartigen Blättern, patriarchalen Familien mit nackten Kindern, Schweinen, Hunden, Maultieren, Katzen und Geflügel, die in auf den Hügeln ausgesäten niedrigen, weißen, mit Palmstroh bedeckten Hütten herumschwärmen, einen passenden Rahmen bieten. Wenn man sich dem Hafen von Havanna von Norden nähert, stellt sich durch die Entfernung bedingt ein waldartiger Eindruck der Landschaft ein, den sie in Wirklichkeit überhaupt nicht besitzt. Das Land rund um Havanna ist fast frei von Bäumen, was man auch von seinem Boden schließen kann, der nutzbringendere Verwendung findet. Aber die Ingenios genannten Zuckermühlen, die die Stadt früher umgaben, sind nun verschwunden. Die Erde ist erschöpft, und anstatt an ihrer Wiederherstellung zu arbeiten, haben sich die Pflanzer weiter ins Inland zurückgezogen und besetzen sukzessive neues Land, wozu mehr als die Hälfte der Insel gezählt werden kann. Das verleiht der Umgebung Havannas einen verlassenen Eindruck. Hier und da sieht man eine einsame Hütte und ein Maisfeld oder eine Bananenpflanzung. Die Palme herrscht in einsamer Größe über den Rest der ganzen Szenerie. Diese Form der halben Kultivierung kann in allen Teilen der Insel beobachtet werden. Der familiäre Umgang der Natur mit ihren Kindern, der auf den gut bewirtschafteten Feldern Englands so von Interesse ist, fehlt hier ganz. Die Natur fördert so spontan und im Überfluss das meiste des Lebensnotwendigen zutage, dass der Mensch dazu neigt, sich der Trägheit anheimzugeben. Da die Natur in unseren nördlichen Breiten weniger dazu in der Lage ist, dem Menschen zu dienen, erhält sie mehr Hilfe von ihm, ihrer Schwäche und Hinfälligkeit entsprechend. Auch teilt sie die Produkte ihres Reichtums. Wir geben ihr von den Früchten ihrer Hände, ihr eigenes Werk preiset sie. Paläste oder, was weit besser ist, Farmhäuser und Hütten von Nutzen und Bequemlichkeit werden auf dem Grund errichtet, dessen Reichtümer die harten Ernten erforderten, von denen sie zeugen. Sie sind zuvörderst Altäre und Beweise der Wohltaten der Natur. Der Mensch lebt wie mit einer Mutter, die das Beste getan hat, ihm zu Diensten zu sein, und er vergilt ihre Anstrengungen durch seine Fürsorge. Hier jedoch erjagt er seine Ernten geradezu, schleppt die Ausbeute der Natur in seine klägliche Hütte und überlässt die Erde anschließend sich selbst. While here he stalks forth to forage the harvest, drags the spoils of nature into his pestiferous den and leaves her to recover herself as she can. Though I have scarcely commenced my account of the island, I have given you the character of its vegetation and its people, the one possessed of surprising energy, the other greatly wanting it. Perhaps before I begin detailing things, it would be better to take a review of those that use them. I do not propose in my details to stand much on the order of my going, but it is the course of natural history first to describe the animal, then its den, prey, etc. I will do the same. Auch wenn ich meinen Bericht über die Insel kaum begonnen habe, so habe ich Ihnen den Charakter ihrer Vegetation und ihrer Bewohner, von denen einige von erstaunlicher Energie angetrieben werden, andere lediglich von dem Wunsche danach, bereits ausreichend geschildert. Bevor ich damit beginne, Dinge detailliert zu beschreiben, sollte ich zunächst eine Übersicht geben über jene, die sie benutzen. Ich möchte in meiner Detailbeschreibung nicht allzu sehr auf der Einhaltung meiner Ordnung bestehen, aber es ist einmal der Gang der Naturgeschichte, zunächst das Tier zu beschreiben, dann seinen Lebensraum, seine Beute und so fort. Daran will auch ich mich halten. In der Beschreibung aller Länder bildet ein Bericht über die Ureinwohner einen prinzipiellen Gegenstand des Interesses. Es gibt eine entscheidende Besonderheit auf den Inseln der Neuen Welt, die man die Westindischen nennt, die den Historiker dazu verpflichtet, einerseits präzise zu sein und andererseits so viel Geschichte als möglich in diese wenigen Worte zu hüllen. Die Ureinwohner sind ausgestorben. Von der indigenen Urbevölkerung von über 3 Millionen Menschen, die sich auf der gesamten Insel verteilten, ist nicht ein einziger übrig geblieben. Die Gründe dieser Katastrophe sind allgemein zu gut bekannt, um hier Wiederholung zu finden. Diesem Detail ist keine Neuigkeit abzugewinnen, es sei denn ein Ausdruck immer neuen Erschreckens angesichts der Verheerungen, die das pestilenzialische Fieber der Habgier unter einem so großen Teil unserer Mitmenschen angerichtet hat. Auf den Gräbern dieser unglücklichen Rasse kann man eine bunte Mischung von Menschen aus nahezu allen Nationen der alten Welt versammelt finden, angezogen von den Verheißungen kommerzieller Unternehmungen, spekulativer Wollust oder vom Abenteuergeist. Unter ihnen befindet sich die zahlreiche Nachkommenschaft von Lebewesen, die, ob zwar äußerlich dem Menschen gleich, gekauft und verkauft, niedergetrampelt und als die brutalste Bestie, die man sich vorstellen kann, verachtet wird. Man pfercht sie mit Gewalt zusammen, eine echte Kette bildet das Band ihrer Einigkeit. Die Metaphysiker sagen, dass Gesellschaften durch Angst geformt worden seien. Es ist unzweifelhaft, dass sie das elementare Prinzip der westindischen Gesellschaft bildet. Jedes Gebäude stellt eine Art Gefängnis dar, das mit häuslichen Wehrpflichtigen besetzt ist, die ihren Dienst tun, ohne Sold zu erhalten und die strikter Überwachung unterliegen. Auf den Ingenio genannten Zuckerrohrplantagen werden, um im Bilde zu bleiben, Regimenter dieser gepressten Männer in einem Verhältnis von 2 Weißen zu 100 Schwarzen stationiert. Das physische Missverhältnis wird durch die mehrheitliche Unterdrückung der moralischen Fähigkeiten und durch strenge Strafen gegen den Erwerb zusätzlicher Kräfte verfestigt. Und so ist es auf fast allen Inseln, außer auf Kuba. Es ist dem schwarzen Manne nicht erlaubt, irgendeine Art von Waffe zu tragen. Er darf sich auf freiem Feld nach Einbruch der Nacht nicht ohne eine entzündete Laterne aufhalten, um den weißen Reisenden sowie das Leuchtfeuer den Seemann vor der drohenden Gefahr zu warnen. Andererseits entfernt sich ein weißer Mann selten weiter als 1 Meile von seiner Behausung, ohne ein Schwert an der Seite oder einer Pistole in seinem Holster. Er verbreitet um sich einen Nimbus, der seine Stärke hervorkehrt und seine Schwäche verbirgt. Zu seiner zusätzlichen Sicherheit rottet er sich mit seinesgleichen zu größeren Gruppen zusammen, ungeachtet der pestilenzialischen Folgen unter einer senkrecht herabstechenden Sonne. Um etwas genauer zu werden: Der zentrale Teil der westindischen Bevölkerung besteht aus Europäern, ihren legitimen Nachkommenschaften, die man weiße Kreolen nennt, ihren farbige Kreolen genannten illegitimen Nachkommenschaften und zu guter Letzt aus Schwarzen, die entweder Kreolen sind oder gebürtige Afrikaner. Letztere nennt man Bozales. Caballo Bozal bezeichnet ein ungezähmtes Wildpferd. Dieser Name findet heute immer noch für gebürtige Afrikaner Verwendung, nachdem diese doch bereits vor langer Zeit ihr natürliches Wesen verloren haben. Auf der Insel Kuba sind die weißen Klassen sehr unterschieden von denen, die auf den Inseln anderer Nationen zu finden sind. Auf den zu England gehörigen leben zum Beispiel nur einige wenige Grundbesitzer. Was man auf ihren Gütern erwirtschaftet, wird in Europa ausgegeben. Selbst diejenigen, die auf den Inseln wohnen, sehen Europa als Ruhesitz und Ort ihrer Erbauung an. Auf der Insel Kuba hingegen wurden die meisten der Fendados genannten Grundbesitzer auch geboren, so wie bereits ihre Ahnen. Sie ist wahrhaftig die Heimat, in der sie leben und in der sie hoffen, auch zu sterben. Der Umstand, dass es dort 29 adlige Personen, 13 Markgrafen und 16 Grafen gibt, von denen viele Spanien nie gesehen haben, zeigt, um wie viel mehr als auf unseren Inseln ihre Anwesen auch als dauerhafter Wohnsitz dienen. Unter ihnen und den höheren Rängen der Pflanze sind Abkommen der Helden des 16. Jahrhunderts zu finden, deren Namen mit dem Ruhm Spaniens identisch sind. Auf der Szenerie ihrer Unternehmungen verankert, haben diese Nachfahren die Ödnis, die ihre Väter erst geschaffen haben, wieder bevölkert. Und das Ergebnis dieser Stabilität ist, dass es auf dieser einen Insel eine zahlreichere weiße Bevölkerung gibt als auf allen anderen des Archipels. Der Reichtum der Insel liegt vollständig in den Händen der Kreolen. Bei den Europäern handelt es sich zumeist um nordspanische und einige französische Glücksritter. Zu dieser weißen Klasse können noch Abenteurer von den Kanarischen Inseln, von Nordamerika und dem Festland gezählt werden, deren erstes Interesse dem Handel galt und deren erworbenes Kapital gewöhnlich dem Aufbau von Plantagen diente. Zelte mit solcher Festigkeit werden in einem Land nicht einfach aufgestellt, um dann leichtfertig wieder abgebrochen zu werden. Der Abenteurer wird zum Einwohner, baut Beziehungen auf und seine Kinder werden zu Kubanos. Dieses Wurzelschlagen der risikofreudigen Bevölkerung ist, so bin ich geneigt zu denken, hauptsächlich dem politischen Zustand des Mutterlandes zuzuschreiben, das, mit kurzer Unterbrechung, die feudalen Differenzierungen und Institutionen dunklerer Zeitalter beibehalten hat, die die Gesellschaft in Klassen unterteilt, denen sich niemand entziehen kann. Der Katalane, der Galizier oder jedweder andere Abenteurer, der an diesen Gestaden sein Glück gesucht und das Objekt seiner Suche auch gefunden hatte, war sich darüber bewusst, dass ihn sein erworbener Reichtum zu Hause kaum zum Aufstieg in der gesellschaftlichen Stufenleiter beförderte. Es gab keine Möglichkeit, mit dem Herrn seines Dorfes oder den Hidalgos seiner Provinz in Konkurrenz zu treten. Kein Weg, sich als unabhängiger Squire einer privaten Gerichtsbarkeit zu entziehen. Dafür aber wuchs sein Reichtum und seine gesellschaftliche Stellung in der adoptierten Heimat täglich an. War er ambitioniert genug, konnte er sogar einen bedeutenden Posten erwerben und sich in der örtlichen Regierung der Kolonie auszeichnen. Auf alle Fälle konnte er mit den Granden der Insel in einen Wettstreit um die Anzahl ihrer Sklaven und den Luxus an ihren Tafeln eintreten und sich durch seine eigene Bedeutung reichlich befriedigt, schließlich zur Ruhe setzen. Hatte sich im neuen Lande der Kern der Bevölkerung erst einmal gebildet, benötigte er einen Bereich und Möglichkeiten zu seiner Ausdehnung. Doch obwohl die Insel Kuba bereits seit über 300 Jahren besiedelt ist, ist sie immer noch ein junges Land. Durch Spaniens verfehlte Politik zumeist abgeriegelt, befand es sich allen Nachteilen der Abschottung ausgesetzt, was nun die Folge zeitigt, dass es an vielen nützlichen Künsten und Details der Verfeinerung der Lebensart fehlt, an die man sich in Europa gewöhnt hat, genauso wie es nur einen geringen Anteil bebauten Bodens gibt. Vielleicht müssen wir diesem Umstand die Vis in Hercie des Kubaners und die geringe Ausbeute der Landwirtschaft auf einer Insel solchen Ausmaßes zuschreiben. Es fehlte der Stimulus der Konkurrenz und natürlich vorhandene Trägheit vermählte sich mit einem System, das diese noch beförderte. So also ist es zugegangen, dass heute nicht einmal die Hälfte des Landes kultiviert ist, während die Hälfte der weißen Bevölkerung mit Zigarren im Mund und Spazierstöcken unterm Arm faul herumlauncht. Diese verfügt also, wie Don Bernardo de Castelblanco, der Meister von Gil Blas, weder über Land noch Pacht. Man kann übermäßig großgewachsene Jugendliche beobachten, die in sozialer Indolenz wie reife Früchte vom elterlichen Stamme herabhängen. Doch weist dieser kaum genügend Kraft auf, sie auch ausreichend zu versorgen. Thus it happens that not half the island is cultivated, while half its white population are lounging about with cigars in their mouths and canes under their arms, though like Gil Blas' master, Don Bernardo de Castelblanco, they are without lands or rents. Overgrown youths are seen in social indolence, hanging like ripe fruit round the parent stem, which has scarce strength enough to nurture them. In the United States, which being near at hand form a ready example, the great aim is employment. When every means of local employ is tried, the disappointed endeavourer strikes inland or coastways and becomes one of the founders of a new mart or a new state. In den Vereinigten Staaten hingegen, die rasch zur Hand sind, sucht man nach einem naheliegenden Beispiel, zielt das allgemeine Bestreben auf geschäftige Betätigung. Wenn jede Möglichkeit zur örtlichen Beschäftigung ausgeschöpft ist, schlägt sich der enttäuschte Unternehmer ins Inland oder folgt dem Küstenverlauf und wird so zum Begründer eines neuen Marktes oder Staates. Es gibt kein Innehalten in seiner Anstrengung, bis die Natur oder angehäuftes Missgeschick seiner Geschäftigkeit ein Ende setzt. Hier jedoch ist niemand darauf erpicht, etwas Neues anzupacken. Der Strom von Handel und Gewerbe quillt träge durch die altbekannten Behinderungen von Sitten und Gebräuchen, wie durch den Kanal eines Aquädukts, das von den Unternehmungslustigeren aus Nordspanien oder Amerika errichtet wurde. Dem kreolischen Caballero reicht es aus, dass sein Land reich ist an den Keimen der Prosperität. Das ist der Gegenstand seines Stolzes und der nationalen Begeisterung, der sich als dankbares Thema für zäh verrinnende Stunden anbietet, während er ruhig auf den emsigen Ausländer wie auf einen Arbeiter in seinen Diensten herabschaut, der die Knospe hegt und der die Früchte ernten wird. Diese schlampige Gleichgültigkeit kann am ehesten in der Klasse beobachtet werden, in der man es am wenigsten vermutet, beziehungsweise deren Mittel am knappsten sind und der Verbesserung am dringendsten bedürfen. Wenn man in der gesellschaftlichen Stufenleiter nach oben steigt, weitet sich der Blick ein wenig. Man kann dort Männer von Intelligenz und Bildung finden, die den Interessen ihres Landes wacher gegenüberstehen. Jedoch sitzen diese mit der Schlafmütze auf dem Kopf in ihren Studierzimmern herum. Mit einer Vielzahl von geistigen Anregungen bezüglich der Subjekte der öffentlichen Wohlfahrt gespickte Avisos, Proclamas, Manifestos und Memorias erscheinen beständig in Hülle und Fülle. Sie werden von in Schaukelstühlen gewiegten Herren verfasst, die sie lediglich an ihre Nachbarn richten. Hin und wann rafft sich einer von ihnen auf, ein Projekt genauer zu exemplifizieren, aber der Funke des allgemeinen Unternehmungsgeists ist nicht gänzlich entzündet. Ein bedächtiger Blick manifestiert das einzige Zeichen des Interesses, bevor die Aufmerksamkeit sich auf neue Dissertationen zu ähnlichen Themen richtet. Vom soeben Geschilderten können Sie auf den Ton schließen, der hier zwischen den Weißen herrscht. Sie werden feststellen, dass die oberste Klasse, von der Last der Anstrengung befreit, ihre Bedürfnisse nach sozialer Bequemlichkeit vollkommen befriedigen und ihre Zeit in luxuriöser Passivität verbringen kann, gelegentlich gestört vom plötzlichen Ausbruch der Wettleidenschaft, von den Wechselfällen des Spiels und manchmal auch auf pikante Art durch galantes Liebäugeln mit der Literatur. In der Tat schmiedet hier fast ein jeder Verse und unter Zutat aller Göttinnen und Götter, der versammelten Rosen und Lilien Europas und einer Auswahl von Diamanten und Gold werden Oden und Sonette in großer Zahl verfertigt. Zu diesem Thema werde ich mich wohl an anderer Stelle noch etwas breiter auslassen müssen. Hier und jetzt genügt es zu bemerken, dass die reiche Seite aus dem Buch der Weisheit traurigerweise ausgerissen wurde, als man es den Mühlen der Inquisition überantwortete, so dass nur noch wenige Reste von ihr zu finden sind. Viele Bewohner der Insel besitzen große und ausgedehnte Landgüter. Das koloniale Einkommen hingegen ist prekär und die Lebenshaltungskosten sind in Havanna außergewöhnlich hoch. Ungeachtet des hohen Marktwerts ihrer Besitzungen denke ich, dass nur wenige Männer hier als wohlhabend angesehen werden können. Unter den Händlern wurden große Vermögen angehäuft, vor allem durch den Sklavenhandel. Aber obwohl der Handel von primärer Bedeutung für die Insel ist, befindet er sich in der gesellschaftlichen Rangordnung doch nur an dritter Stelle. Der Adel und die Häupter der Regierung rangieren an erster Stelle. Die Angestellten der Kolonialverwaltung, von denen ich Ihnen eine Liste von spielend 800 Mann zeigen könnte, an zweiter Stelle. Die mit von Goldunzen ausgebeulten Taschen versehenen Händler marschieren dahinter, gefolgt von einem Aufzug von südspanischen, französischen, englischen, nordamerikanischen und deutschen Angestellten. Kanaren, Galizier, Katalanen und Südamerikaner bilden das Schlusslicht der gesellschaftlichen Ordnung. Aber halt! Wir dürfen sie uns nicht in einer gemeinsamen Prozession vereint vorstellen, denn sie können ja nicht die Erdgeschosse und Winkel ihrer Ladenlokale an den Ecken der großen Häuser verlassen, aus Angst. Der halbnackte schwarze Sklave, der ihnen half, ihre Güter aufzuhäufen, könnte sich mit ihnen auch wieder aus dem Staube machen. Sie bleiben weise genug, zu Hause an ihren Kontoren, um zwischen den herumscharwenzelnden Kunden in voller Länge ausgestreckt gemächlich ein Nickerchen zu machen. Canary Islanders, Biscayners, Gallegos, Catalonians and Americans are the last in order. But I must not figure them in procession, for they cannot leave their ground floors and nooks of shops at the corner of the great houses, for fear the half-naked black slave that is piling up their goods should run off with them. They wisely remain at home, stretched full length on their counters, dozing between customers. There is yet another class of whites whom I have to mention, the Monteros or country people, holders of estancias or small farms, a hardy race. Es gibt dann noch eine weitere Klasse von Weißen, die ich zu erwähnen habe, die Monteros oder Landmänner, Besitzer von Estancias genannten kleinen Farmen. Eine zähe Rasse, an körperliche Arbeit gewöhnt und in der Lage, jedem Anreiz dazu auch nachzukommen. Dieser koloniale Grundeigentümer verfügt über ein paar Caballerias Land, auf denen er eine kleine, mit Stroh der Palma Real bedeckte Hütte aus Feuersteinen errichtet hat. Er lebt mit seiner Familie in einer Art patriarchalischer Einsamkeit, vielleicht 10 oder 20 Meilen vom nächsten Marktflecken entfernt. Er baut Mais an, züchtet Geflügel und Schweine, stellt Holzkohle her, errichtet mit den Wedeln und den Deckblättern der Palme sein eigenes, Guano und Jagua genanntes Dach, zieht Gemüse und erntet je nach Jahreszeit die zahlreichen Früchte, die Mutter Natur verschwenderisch um ihn herum gedeihen lässt. Seine mannigfachen Einkommensquellen ergeben sich aus recht wenig Arbeit, verglichen mit dem, was man in unseren Breiten dafür aufwenden muss. Diese Arbeit jedoch wird vom Cubano selbst übernommen. Er pflügt, er sät und erntet und befördert das Produkt zum weit entfernt gelegenen Markt, was wahrscheinlich den mühsamsten Teil seiner Arbeit darstellt. Nur manchmal erhält er Hilfe von einem Sklaven, jedoch ist er meist nicht in der Lage, diese kostspielige Leistung auch zu bezahlen. Er selbst muss also den Ochsen antreiben und das Feld bestellen. Ist er erst einmal zu irdischem Wohlstand gelangt, scheint er sich nun zum Privileg der Trägheit seiner Oberen befördert. Er lebt, von jeglichen Zukunftssorgen befreit, bis der letzte Real droht, sich in Luft aufzulösen, und geht erst dann wieder an die Arbeit. Vielleicht fühlt er sich ja nun zur Herstellung eines Warenlagers oder einer Scheune berufen. Sollte es der Erlös seiner Ländereien ihm erlauben, die Dinge anzuschaffen, die für ihren Unterhalt nötig sind. Zusätzlich zu dem seiner Platanar genannten Bananenpflanzung und seines Hühnerschlags. In diese Klasse würde ich nun ebenfalls die herumreisenden Schreiner, Maurer usw. einordnen, die an den Zuckermühlen und ländlichen Betrieben Anstellung finden. Ihre Lebensumstände und Gebräuche sind so weit an die der freien weißen Bevölkerung, mit der sie sich in perfekter Gesellschaft vermischen, angepasst, dass ich ihnen keine gesonderte Kategorie zuweisen sollte. In der Tat jedoch scheint mir ein beträchtliches Maß an schwarzem Blut unter diesen Monteros zu zirkulieren. Etwas tiefgreifenderes als der Farbton, den der Sonnenschein auf ihrer Haut hervorbringt, verrät es. Viele von ihnen sind indigene Mischlinge, mit langem, rabenschwarzem Haar und vollständig dunklen, unter vielen Falten herausschauenden Augen. Bei anderen stellen flache Nasen und stark gelocktes Haar die fraglichen Merkmale dar. Wieder andere hingegen, meist die niedersten und ärmsten, mit stark gewölbten, von einem üppigen Schnauzer zur Hälfte überwucherten Gesichtszügen und mit vollen, glühenden Augen, die unter breitkrempigen Hüten hervorstechen, scheinen die ureigensten Nachkommen der robusten Eroberer dieser Insel zu sein. For my part, I view with pleasure this genealogical confusion, surmising a period when slavery, no longer supplied with African victims, shall be seen only as the badge of crime, and the population of this noble island becoming in every sense a community. Ich für meinen Teil sehe mit Vergnügen auf diese genealogische Verwirrung, da ich auf eine Zeit hoffe, in der die Sklaverei nicht länger mit afrikanischen Opfern versorgt und nur noch als Abbild des Verbrechens angesehen werden wird und die Bevölkerung dieser edlen Insel in jedem Sinn eine Gemeinschaft geworden ist. Keine Hautfarbe sollte mehr als schändlich angesehen werden, außerdem erröten, das sich auf den Wangen der besiegten Tyrannei und der unprofitablen Habgier zeigt. Oh, my fingers. I thus have given you a rapid and slight sketch of the degrees and characteristic of the white population. According to the census of 1817, it amounts to 238,796, of whom 129,656 are males and 109,140 females. Ich habe Ihnen also eine leichte und flüchtige Skizze von den Stufen und Charakteristiken der weißen Bevölkerung gegeben. Dem Zensus von 1817 entsprechend besteht sie aus 238.796 Menschen, von denen 129.656 männlich und 109.140 weiblich sind. Einer von der Junta Provisional angestellten Überschlagsrechnung zufolge beläuft sie sich im Juni 1820 auf 320.000. Die besonders bemerkenswerte Steigerungsrate in dieser Berechnung verdankt sich dem großen Neuzuzug von Fremden und Spaniern und der Weglassung dieser Zahlen im offiziellen Zensus von 1817, da dieser nur zur Erhebung der Steuern angefertigt worden sei. Ich stimme diesen Zahlen nicht vollständig zu. Wie groß der Zuzug durch Europäer immer auch gewesen sein mag, so ist es beklagenswerterweise sicher, dass 25% aufgrund klimatisch bedingter Krankheiten von dieser Zahl abzuziehen sind. Und was die Weglassung von Angaben im Zensus betrifft, so sollte angemerkt sein, dass die damalige Regierung willkürlich zu handeln pflegte und dass viele der Einwohner weit voneinander entfernt leben, was immer gewisse Mängel bei der Erfassung begünstigt. Die Insel wird zuvörderst in Provinzen unterteilt, dann in Partidos, die jeweils eine Größe von etwa 1 bis 2 Leguas im Quadrat haben. Diese dann wiederum in Parroquias, die nun also vollständige Gelegenheit zur Erfassung bieten. Die skrupulöse Besorgnis der katholischen Bevölkerung, die von der Kirche vorgeschriebenen Riten nicht zu verletzen, also Taufen, Hochzeiten und Beerdigungen, liefert das Material der 3 Hauptsäulen der Statistik. Aus diesem Grunde neige ich dazu anzunehmen, dass die weiße kubanische Bevölkerung derzeit nicht größer als 250.000 angenommen werden kann, auch wenn man den Zufluss steter Immigration und natürliche Steigerungsraten in Betracht zieht. Der Fortschritt der letzteren im Jahr 1819 kann folgendermaßen festgestellt werden. Unter den 77.821 Seelen, die in den Stadtgrenzen von Havanna leben, sind 4.015 Kinder getauft worden, von denen 1.302 wieder verstorben sind, was eine natürliche Steigerungsrate von 2.713 oder 3,5% der Gesamtzahl der Seelen entspricht. Während derselben Zeit starben 3.891 Erwachsene, was 5% der Gesamtzahl entspricht. Von diesen, bei denen es sich hauptsächlich um europäische Seemänner und Soldaten handelte, starben 1.217 in Hospitälern an epidemischen Erkrankungen. Auch starben viele der Neuankömmlinge in privaten Haushalten an eben denselben Krankheiten, was einer Sterblichkeitsrate von etwa 2 bis 2,5% der adulten Kreolen entspricht. Da ich die Daten in genannter Weise ermittelt habe, denke ich, dass meine Berechnung nicht allzu fehlerhaft ausgefallen ist. Die Zahl der farbigen Bevölkerung der Insel, inklusive der mulattischen und schwarzen, unfreien und freien Menschen, belief sich im Jahr 1817 auf 314.202, was im Vergleich zur weißen Bevölkerung einem Überhang von 75.406 Menschen entspricht. Von diesen waren 30.512 freie Mulatten und 28.373 freie Schwarze. Die verbleibenden 124.324 waren Sklaven, von denen 17.803 zur Gruppe der Mulatten und 106.521 zu der der Schwarzen gehören. Zu dieser letzten Zahl müssen die Importe der letzten 3 Jahre hinzugezählt werden, also 25.976 im Jahr 1817, 17.000 in 1818 und 14.668 in 1819, was einer Summe von 181.968 Sklaven und einem Überhang von 143.050 zur weißen Bevölkerung entspricht. Der Charakter und die Bedingungen dieser unglücklichen Rasse scheinen mir zu bedeutend, um sie hier als Anhang meines Briefes noch zu behandeln. Ich muss noch ein wenig ausharren, um ihnen Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Und Gott weiß, sie haben keine andere Aussicht darauf, als durch die Feder und Anstrengungen eines Engländers. The character and condition of this unfortunate race are subjects too important to be discussed in this postscript part of my letter. I must endeavor to do them justice. God knows they have no chance of gaining that but by the pens and exertions of Englishmen. Ich verbleibe, etc., etc. I am, etc., etc. Robert Francis Jameson, Havana in the year 1820. Sie hörten aus Brief 1 eine allgemeine Einführung zur Insel Kuba und ihrer Bevölkerung aus Robert Francis Jameson. Briefe aus Havanna aus dem Jahre 1820. Bericht über die gegenwärtige Lage der Insel Kuba sowie Betrachtungen zum Sklavenhandel. London, John Miller, 69 Fleet Street, im Jahre 1821. Lesung und Übersetzung aus dem Englischen Marc Pusch 2020. Ah.